Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Dr. Ralfs Bike-Sprechstunde. Diesmal das Thema Abschmieren der Schmiernippel eines Lagers am Beispiel des Santa Cruz. Vollgefederten Mountainbikes, die sind ja fast alle diesen Abschmiernippel am Hauptlager. Und insbesondere das Lösen dieser kleinen Pistole oder dieser Fettpresse ist gar nicht einfach. Und hier der Tipp, wie man das ganz einfach, ohne sich den Nippel abzubrechen, das wieder lösen kann. Bei Santa Cruz Fahrrädern ist ja immer das Schöne, die sind zwar schweineteuer, aber die sind ja sehr wartungsfreundlich. Also für Hobbyschrauber und Bastler wie mich oder euch ist das natürlich eine fantastische Sache, weil man da alles machen kann. Schön einfach, ein Schraublager ist vorhanden, etc. etc. Und was ja auch sehr schön ist, die Hauptlager, also dieser VPP-Link, wie er genannt wird, also diese Federung am Mountainbike unten, hat einen von unten zugänglichen, zumindest bei meinem Santa Cruz Nomad, das ist ja immer ein bisschen anderer Stelle, einen zugänglichen Abschmiernippel, wie man das ja sonst nur im Kfz-Bereich an Autos und LKWs kennt, dass man mit einer Fettpresse dort ansetzen kann in diesen Abschmiernippel und dann Fett in das Lager pressen kann, solange bis die Pampe dann am Lager rauskommt und dann weiß man, da hat man genug altes Fett rausgepresst und das neue Fett ist dann vorhanden. Das ist ja dieses blaue Zeug hier, was ihr dann da reinschmiert. Das ist eine schöne Sache, ist auch eigentlich einfach, das rastet einfach ein, dieses Ding an dem Nippel, ist fest. Dann schmiert man ab und dann kriegt man das Ding nicht mehr runter. Also ich habe Höllenprobleme gehabt und habe im Internet auch nichts gefunden, wie man denn diese blöde Fettpresse. Hier sind auch, die lässt sich hier aufdrehen und zudrehen, das bringt aber überhaupt nichts, es dreht sich zwar, aber ich habe keine Ahnung, wozu diese Funktion ist. Man setzt es auf, das rastet ein, ist bombenfest, man kann wunderbar drücken, es geht nichts daneben, das Fett geht dahin, wo soll, ins Lager, kommt raus, man ist fertig und dann hat man dieses Ding an dem Santa Cruz fest und ich habe auch schon von Freunden gehört, die haben den Nippel da abgebrochen. Ja, schön. Dann war das an einem schönen Carbonrahmen, der Abschmiernippel zum Abschmieren ist abgebrochen. Den gibt es im Übrigen auch zum Nachkaufen. Man kann diesen Nippel dann irgendwie notfalls dann irgendwie noch mit der Zange, wenn man Glück hat, rausdrehen und einen neuen Nippel wieder einschrauben. Also der ist tatsächlich als Ersatzteil verfügbar. Eine Quelle zum Beispiel ist, die Firma heißt, glaube ich, Komponentenking, Comking in Karlsruhe, die haben tatsächlich diesen Abschmiernippel einzeln als Ersatzteil. Nur so, wenn ihr euch das auch passiert, es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum ihr dieses Video guckt. Aber das Ganze ist super einfach, wenn man eine Sache beachtet. Also ich habe gezogen und gedreht, es ging immer nicht ab. Es gibt einen Trick, wie ihr es ist unglaublich, wie leicht es dann abgeht, aber diesen Trick muss man beachten. Wenn ihr dieses Ding fixiert hattet auf eurem Abschmiernippel und es festsitzt, dann müsst ihr eine Drehbewegung und eine seitliche Bewegung machen, soweit ihr könnt. Also drehen seitlich, also eine Drehung und eine seitliche Bewegung nach unten. Und dann geht es super einfach raus. Also probiert es aus, es ist echt faszinierend. Ihr werkelt an dem Ding, dreht, sieht, es funktioniert nicht. Und wenn ihr das ansetzt, leicht dreht und kippt, soweit ihr könnt. Ich meine, der Rahmen behindert es so ein bisschen, aber so weit ungefähr kommt ihr. Ihr macht so eine Drehbewegung nach außen. Eine Drehbewegung nach außen und es geht einfach ab. Das war schon eigentlich alles, was ich euch mitgeben wollte als Message. Aber ich habe da ewig rumgemacht und hätte auch fast diesen Nippel abgebrochen. Freunde von mir haben ihn abgebrochen. Wie gesagt, nochmal, es ist super einfach, drehen und nach unten. Und wenn ihr auch da gekämpft habt wie die Weltmeister, dann werdet ihr auch völlig begeistert sein, wie einfach das abgeht. Für andere mag das jetzt vielleicht trivial klingen, die aus dem Kfz-Bereich kommen und solche Maschinen, so Grease Guns oder Fettpressen täglich benutzen. Aber für mich war das wirklich durch eine seitliche Bewegung und ein Drehen geht das Ding ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr die Tipps cool findet, abonniert den Kanal, wäre cool. Und ich höre noch einen weiteren Bike-Tipp. Jetzt nicht. Die Sonne scheint, ich gehe Mountainbiken.